kosmische Aktivität, Energieentladungen. Alles geht von dieser Struktur aus. Hallo. Wir haben meinen Vater gehört. Er wollte uns warnen. Wir dürfen keine Zeit mehr verlieren. Sind die Sprengsätze bereit? Hochpommel zum Bivalio. Zünder aktivieren. Detonate zum Bivalio. Alpha Team, bereithalten. Was soll das? Schalten Sie die Generatoren wieder ein. Ich kann die Spannung nicht stabilisieren. Irgendetwas entzieht den Geräten Energie. Halten Sie mich nicht hin. Reparieren Sie es. Ich versuch's. Warten Sie, ich glaube, ich habe es. Es wurde auch Zeit. Im Inneren der Struktur gibt es merkwürdige elektrische Aktivitäten. Was ist das denn? Energieschwankungen. Irgendwas geht da drin vor sich. Au. Hören Sie, bevor der Kontakt abgerissen ist, haben wir ein Signal von der Ausgrabungsstätte abgefangen. Das spielt jetzt keine Rolle. General, irgendetwas sendet Signale in diese Struktur. Wir müssen herausfinden, was das... Schluss jetzt! Sie sind also der Killer, der meine Männer getötet hat. Hallo. Schön, Sie zu sehen. Na los, hoch mit ihm! Au. Sparen Sie Ihre Energie. Ihr Nanosuit wurde deaktiviert. Ihre Mission ist vorbei. General, die elektromagnetische Aktivität im Inneren des Tempels wird stärker. Spielen Sie mir nichts vor, Doktor. Wir wissen beide, dass die Struktur mehr ist als ein Tempel. Würde sich die CIA für einen Tempel interessieren? Würde sich das amerikanische Militär für einen Tempel interessieren? Würde er sich für einen Tempel interessieren? Was reden Sie da? Wir haben hier vielleicht die größte Energiequelle entdeckt, die die Welt je gesehen hat. Die Möglichkeiten sind endlos. Und Ihre Regierung will genauso verzweifelt in dieses Ding wie wir. Aber das werde ich nicht zulassen. Verdammt, wir verlieren Energie! Spannung stabilisieren! Es wird Zeit. Bitte. Sie wissen ja nicht, was Sie tun. Wir machen wie geplant weiter. Sie hat recht. Sie müssen aufhören. Sie werden uns alle umbringen. Was haben Sie getan? Ruhe! Alpha-Team, bereit machen! Gleich werden Sie Zeugen einer Verschiebung der Mächte. Los, sprengen! Sprengsätze zünden! Lauf! Haltet ihn auf! Maximales Tempo. Uah. Ich hab keine Muni. Munition, ey. Tarnfeld aktiviert. Wo ist Chemium 2.0? Was war das, Alter? Tarnfeld aktiviert. Schienpistole, Munition für die MP. Ja, komm her. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Ein Kopfschuss nach dem anderen, schön. Aber viel Munition haben wir hier auch nicht. Oh, hier liegt eine ganze Menge. Wir haben hier viel. Maschinenpistole ist voll. Morgen!
Der sieht mich nicht. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Ah ja, ein Kopfschuss geht schon. Zack. Maximale Panzerung. Du bist gleich Geschichte, mein Freund. Tarnfeld aktiviert. Präzisionsgewehr. Maximale Panzerung. Ich nehme mal das Präzisionsgewehr. So, Laservisier. Scharfschütze. Energie kritisch. Maximale Panzerung. Also das, da könnt ihr sagen, was ihr wollt, auch wenn es ein Bossfight ist. Das ist definitiv übertrieben, dass der Typ selbst Sniperschüsse in den Kopf standhält. Aber Bossfights sind immer übertrieben. Ich glaube, die MP brauchen wir noch. Die Sniper wird uns nicht mehr viel nützen. Ja, ich hab Zeit. Und noch einer. Und noch einer. Wieder übertreibt. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Wir können das den ganzen Tag durchziehen. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Oh, leer. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Schön, wenn sein Kopf so nach hinten wegkickt. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Von mir aus machen wir auch nur zwei Schüsse. Maximale Panzerung. Oder auch mehrere. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Ach nö, ändere doch nicht deine Position. Steht er denn jetzt? Ach, da. Gut, dann gehen wir auf die andere Seite. Maximale Panzerung. Jetzt läuft er mir nach. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Er bewegt Tarnfeld sich immerhin aktiviert. Schon mal. Maximale Panzerung. Ich hab Zeit. Tarnfeld aktiviert. Haben wir noch irgendwo welche Waffen? Ja, nicht so, ne? Na also. Oh, da hinten. Tach. Hier, hallo, hallo. Kommen Sie, ich kenne einen Ausgang. Ich bin doch schon da. Aber wir haben Sie im Mund. Ja. Miss Rosenthal, wir müssen hier raus. Ich glaube, es gibt einen Weg nach oben. Kommen Sie. Ja, drück. Wer sind Sie? EOS Special Forces. Mein Vater. Er war in der Ausgrabungsstätte. Er hat es nicht geschafft. Tut mir leid. Das hatte ich befürchtet. Oh, shit.
Toll. Nein, ich glaube nicht. Nomad, hören Sie mich. Hier ist falscher Vor. Freundlichen Grüßen von Major Strickland. Melden Sie sich, Soldat. Hier oben wird's langsam unglücklich. Ich bin hier mit Helena Rosendahl. Er bitte Evakuierung. Können Sie in der Höhle landen? Mann, Nomad, Sie haben ja Nerven. Okay, bleiben Sie, wo Sie sind. Ich bin kaputt. Made by next Folge.